Boah, was zum Teufel war das gerade? Ich meine, hätte ich das vorher gewusst, dass ich da noch etwas dran setzen musste, damit sich die Plattform bewegt? Ach je. Na schön, dann gehen wir jetzt mal zu den nächsten Orten von Gerudo-Stadt, von der Gerudo-Stadt aus. Da ist es ja irgendwas zu liefern. Meine Fresse. Warum muss ich so oft gähnen? Wahrscheinlich wäre das ein bisschen anstrengend jetzt das Ganze. Ah je. So, dann gehen wir mal weiter. So, hier lang, ne? Ja. Ah, Moment, da sehe ich was. Was Spezielles hier. Was haben wir denn da? Warte, ist das nicht der Monsterladen? Das sind Ringe! Okay, nein, das ist da, wo ich, ja, ein Wüstentier nutzen muss, um durchzusurfen. Aber jetzt finden wir tatsächlich den Monsterladen hier vor. Hallo? Oh, du bist es nur. Du hast mich erschreckt. Die Vorbereitungen für meinen Laden sind abgeschlossen. Es kann losgehen. Aber eine Sache noch: Du kaufst zum ersten Mal Monsterladen ein, oder? Neue Kunden sollten zuerst die Monstermaterialien in Money tauschen. Was ist Money? Money ist eine Währung, die ich selbst erfunden habe und die nur in meinem Laden gültig ist. Du bringst mir Monstermaterialien und tausche sie gegen Money. Money wiederum kannst du bei mir für Monster-Accessoires ausgeben, die ich während meiner Forschung entwerfe. Moment, ein Hinweis noch von mir. Während du auf dein Abenteuer gehst, arbeite ich weiter an Monster-Accessoires, also komm mir mal vorbei. Tausche Monstermaterialien von Money. Okay, dann tausche ich mal die Money. Welche Monstermaterialien? Ja, das natürlich nicht. Das ist wohl klar. Hä? Okay. Bockblenhörner. So, jetzt haben wir schon mal 186 Moni. Die Moblenhauer. Davon habe ich auch einen schönen Haufen. Okay, immer weiter. Der hat seine Freude hier. Leunenhörner. So, dann kaufe ich mal mit Moni ein. Dunkel, was? Zeig mal. Für Schmupp kann man sich auch. Scherzhammer? Was? Oh, Bockblinmaske, Moblinmaske, Exalfaskmaske, eine Leunenmaske? Monsterraumzeug? Monstersattel, Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose, oh. Damit könnte ich zu Schattenlink werden, what the hell? Da brauche ich gleich 4000. Dann hole ich mir mehr Monster-Money dadurch. Bloß gut, dass ich sehr viele Teile gesammelt habe. Was, ich kann sogar, oh, antike Sachen dagegen? Das hätte ich nicht gedacht.
Also antike Sachen kann man auch dafür tauschen. Na gut, das gehört auch, der antike Monster gehört auch zum Monstern, also ja. Puh, aber ich weiß nicht, ob ich diese 4000 zusammenbekommen kann. Tausend brauche ich. Nee, Ballon nicht. Kriege ich nur einen jeweils. Das wäre nicht gut. Antike Federn könnte ich mal ein bisschen was eintauschen. Die Hälfte mal. Oh, da komme ich wirklich nur langsam voran. Das ist ganzen Zeugs. Okay, jetzt habe ich die Hälfte zusammen. Ich frage mich, ob ich diese Rüstung auch verbessern kann irgendwie. Ich wollte... Na, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte nur mal überspringen hier. Ob ich das jemals zusammenbekomme hier? Ja, mit Moblin hauen. Ja, jetzt haben wir es dann fast. Ich tausche die zwar nur ungern, aber ja. Es nur so wenig geben. Es lohnt sich, wir haben es, aber jegliches Money lohnt sich auf jeden Fall hier. Vom GameX Alpha ist Schwänzen fehlt mir noch einige. Ja, vielleicht auch 13 solche Leuenhörner. Auch wenn ich das ein bisschen bereue, weil diese sind eh so schwer zu erkämpfen. Hinox-Fußnägel. So, jetzt haben wir es dann bald. Jetzt noch die antiken Zahnräder. Da müssen wir es bald haben. Wir haben das Geld zusammen. Scherzhammer. Okay. Damit ich hier Darklink Gewand kaufen kann. Sehr schön. Nein, danke. So. Ob man diese Rüstung auch verbessern kann? Nachttempo. Aber dafür ist mir zu kalt, leider. Also lassen wir das. Aber wir könnten uns tatsächlich in Schattenlink verwandeln. Also, was heißt hier verwandeln? Oh. Hol ich mir erstmal noch die Truhe ganz schnell.
ein paar Elektropfeilen. Sonst schleiche ich mich mal schön vorsichtig an. Moment, die könnte ich doch auch nutzen, ne? Das ist meine Sandra, also geh lieber nicht so nah ran. Freya wird sonst sauer, ich hab dich gewarnt. Sava, Sava. Freya hat mir aufgetragen, wieder Sandrauben zu fangen. Diese Sandrauben in der Stadt wurden alle von Freya trainiert. Sie sind schneller als die da draußen und warten auf dich, wenn du loslässt. Die draußen sind nämlich nicht trainiert und machen sich aus dem Stab, sobald du absteigst. Wenn du eine mietest, ist ja also ihr Geld wert. Freya beim Training wirklich alles. Für die Sandrumrennen werden auch die Sandrumrennen verwendet, die Freya trainiert. Sandrumrennen? Sandrumrennen sind traditionelle Sport der Gerudo. Es ist ganz einfach, wir lassen uns die Wett um ins Ziel ziehen. Wenn du durch das Südosttor gehst und dich nach rechts findest, siehst du schon den großen Bogen. Na, klingt das interessant? Sieh es am besten gleich mal an. Aber ich will jetzt eigentlich ein wildes haben, damit ich hier den Ring nutzen kann. Das sind doch Wilde, ne? Weil die verpisseln sich immer. Nein! Da habe ich mich doch eh so extra vorsichtig angeschlichen. Dreh dich nicht zu mir rum! Komm. Und jetzt! Juhu! Los! Mein Großer! Schneller! Das kriegen wir auf die Reihe! Ach, das ist eines dieser elektronischen, ha? Huh? Interessant. Ja gut, wenn ihr auch Elektroflederbeißer lauern, dann sollte mich das nicht wundern. Oh shit. Die alle greifen hier gerne mal. Also die alle greifen hier an, ha? Huh? Ich hoffe, dass hier nicht auch noch ein Moldora auftaucht. Mein Großer. Immer weiter. Spaß macht tut es auf jeden Fall. Ihr geht mir aus dem Weg. Oh shit. Lass mich in Ruhe. Wo muss ich hin? Ach, das war's. Okay. Die tatsächlich noch schneller als ich wären. Meine Fresse. Na, gib doch Ruhe. Na, wartet. Geh mal so einen Weg, Mann. Jetzt reicht's mal. Ah, shit. Komm, Mann. Jawoll. Schöner Headshot. So, weg hier. Und lass dich hier nie wieder blicken. Die geben sogar Elektropfeile. Nice.
Ah, komm her. Und tschüss. Ich brauche hier sowieso eure Teile. So. Dann auf zum nächsten Rätsel. Diese Exalfors haben mich auch gerade nur unnötig aufhalten müssen. Mehrfach nutzen. Okay. Mehrfach nutzen, das heißt, oh ja. Oh ja, den Strom wieder verbinden hier. Die Rätsel alle müssen immer was mit Strom zu tun haben. Oh, aber ich kann... Ich kann mich doch nicht darauf bewegen, das ist elektrisch geladen. Ich komme da nicht rüber, oder geht das doch irgendwie? Hm. Wie soll ich denn... Soll ich eine Isolierrüstung tragen dafür? Oder den Donnerhelm? Obwohl der Donnerhelm hilft ja nur gegen Blitzschaden, oder wie soll ich das verstehen? Ach so, ja, okay. Deswegen mehrfach nutzen. Erstmals als Brücke und dann auf der anderen Seite. Ja, okay, okay. Ah. Hab wieder mal nicht gut genug nachgedacht. So, mach auf da. Oho. Irgendwie auf die Seite schieben? Hm. Hä? Kann ich das nicht irgendwie... Hier. So kann ich das auf die Seite schieben. So kann ich darüber. Und so habe ich von dort aus auch einen besseren Überblick. Auf jeden Fall muss ich hier jetzt eine Brücke erstellen, ohne dass ich mich dabei schocke. Hm. Ich wollte gerade sagen, das bleibt doch da fest stehen, nein? So. Jetzt aber. Hm. So. Oh, Rock. So kann's gehen. So, jetzt die dritte Etappe. Was jetzt? Da hoch? Ist ja auch irgendwo ein Schatz. Also nur da kann ich klettern bei denen. Ja, die kann ich nur auf die Seite jeweils verschieben. Meinen Strom dorthin verlegen. Das mache ich mal schnell. So. Und so komme ich an den Schatz ran. Lass mich raten, ein weiteres Sonnenschild. Nein, diesmal ein Königsbogen. Ah, aber mit mehr Angriffskraft.
Na denn? Dann nehme ich mit den hier. Achso, ich habe nur abgelegt statt weggeworfen. So, jetzt aber. Giftet her. Der hat weniger Angriffskraft, also nehmen wir erstmal den hier. So, und jetzt ist Zeit, da hochzuklettern. Zuallererst. Dann eine Stromverbindung herzustellen. Wie komme ich dann da nach oben? Okay, ich sehe schon. Der muss so stehen. So, und jetzt. Eine Verbindung herstellen. Ist genau. Etwas näher dran hier. Nein! Ach. Komm her da. Jetzt aber. Und hier. Hoch. Und geschafft. Und das war eigentlich ganz einfach. Das war schon recht einfach hier. So. Jetzt noch eins. Und schauen mal, was uns da Schönes erwartet. Wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt. Jetzt ist es zu heiß. Jetzt brauche ich den Wüstenschutz. Verdammt. Irgendwie wieder raus. Nein, bleib stehen, du. Und los. Bring mich hier raus. Da war ich schon ein bisschen weiter vor ihm. So, wann kommen wir endlich raus aus dem Schneesturm hier? Sandsturm! Ich möchte hier wieder was sehen können. Mann, hier sind so viele riesige Skelette.
So, schon besser. Danke, Kleiner. Ich bin dir was schuldig. Diese Statue. Ach. Diese Statue war mir eine verrostete Waffe zu sein, ne? Na komm jetzt. Hoch da, bitte. Reißzwände, ha? Ja gut, lassen wir das jetzt. So, jetzt kann ich endlich wieder teleportieren. Und zwar begeben wir uns jetzt in der Nähe vom Jägerversteck. Da gilt es ja, irgendwas zu liefern, hieß es, aber... Was nochmal? Naja, solange das jetzt nicht mit allzu viel Aufwand betrieben werden kann, dann passt mir das schon. Bestritten werden kann mit nicht allzu viel Aufwand, würde ich sagen. Dann haben wir noch eine Ballade vor uns. Oh, jetzt ist es zu kalt. Gut, das ist auch ein Schneegebiet hier. Da soll ich hin? Ich komme dann schon in die Nähe der Wüste. So, jetzt mal ein Auge behalten, was ich jetzt hier zu tun habe. Hier ungefähr ist es. Ich hoffe, ich habe es jetzt schon nicht überflogen. Schauen wir mal. Das Versteck der Jäger. Was ist jetzt los? Warum bleibt jetzt das Spiel so blöd stehen? Blöd hängen. Also bin ich hier falsch oder was? Aber hier war es doch. Hier in der Nähe. Oh shit. Ich glaube, ich muss nochmal zurück zum Schrein. Ich muss es mir jetzt nochmal im Album angucken, was jetzt gemeint ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Bilder vom Album bereits gelöscht. Weil das wäre jetzt wirklich dumm von mir gewesen. Nur weil ich die ungefähre Stelle weiß, heißt es noch nicht, dass es auch wirklich, dass ich auch wirklich an der Stelle fündig werde. Aber ich weiß, dass es hier das Versteck der Jäger ist in der Nähe. Also hier in der Nähe vom Versteck der Jäger. Hey, das ist ein Exalfoss. Ich dachte schon. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ich hoffe, ich werde demnächst mal noch einen Knochen, Hinoxid mal begegnen können.
Blühwurm auf jeden Fall wichtig für eine. Was ist das für Bilder, die ich gemacht habe? Die bringen doch überhaupt nichts. Das nutzlose Bilder, die eh nichts bringen. Das kann ich auch schon löschen. Ich habe schon die Erinnerungen dafür. Echt krass, dass auch das Bild, was ich angeguckt habe, tatsächlich... Ich hoffe, aufgrund der Tatsache, weil ich... Okay, es zählt. Ja, es ist hier. Ganz eindeutig. Wenn man das so vergleicht, mit der Karte, dann ist es genau hier. Oder muss ich zum Versteck der Jäger? Nee. Ich kann ja die Bilder eigentlich alle, die anderen wieder löschen, ne? Ich habe ja die Monster bereits gespeichert hier. Aber die beiden Bilder kann ich auch schon weglöschen. Nimm noch nur unnötig Platz weg. Den Bild vom Drachen brauche ich auch nicht. So. Okay. Dann schauen wir uns das nochmal an. Also hier muss es auf jeden Fall sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Hier am Rande ungefähr. Ich glaube also doch beim Versteck der Jäger in der Nähe. Direkt. Das hier ist erstmal noch Schneegebiet. Vielleicht doch noch beim Schneegebiet näher dran? Oder doch weiter unten beim Jägerversteck? Dann weiter da oben, sehe ich gerade. So. Da, ne? Wenn es genau betrachtet. Ich hoffe, ich werde da fündig. Jetzt muss ich mir nochmal überhaupt die Mission ansehen. Der Wüstenstadt Schatz zum großen Schlund zu tragen. Aber was für ein Wüstenstadt Schatz bitte? Und der große Schlund, das ist also doch... Aha. Aber was für ein Schatz, bitte? Ich weiß, der große Schlund ist da, Meister Koga, dort, wo wir gegen Meister Koga gekämpft haben, aber was für ein Wüsten, was für ein Wüstenschatz, bitte, ist gemeint? Warte mal, hier sind Leute! Hä? Euer Ernst? Warte mal. Das heißt also, ich muss doch ins Jägerversteck selbst gehen? Okay. Ja. Gott, das ist ein
reisender Krieger den Jägerclan besiegt hat, aber es gibt immer noch so viele von denen und sie sammeln Bananen in rauen Mengen. Steckt da ein Plan dahinter? Ich weiß, dass das Juwel, das sie Krodo-Stamm gestohlen haben, im Lager im ersten Stock aufbewahrt wird. Aber sich noch näher ranzuwagen ist riskant. Am Leben bleiben ist Grundsetzung für das schatzige Dasein. Also doch, da drin ist... Okay. Ah, bis auf Schatzsuche hier. Die Jägerclan, sie haben einen der Schätze der Gruppe, ein heiliges Juwel, das du dort hineingebracht. Ich bin aus der Wüste gefolgt, da ich dachte, dass sowas sicher eine Menge wert ist. Aber ich glaube, es wird lieber die Finger davon lassen. Warte mal, haben die etwa vor, dass sie wählen, dieses riesige Loch zu werfen, wie es in der Legende heißt? Aha, dann muss ich also das Juwel hier drin jetzt holen. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein.